So Leute, da sind wir beim nächsten Booster, Modern Horizons 2 Set Booster mit 12 Karten. Wir sind immer noch in der Pre-Release-Woche und ich dachte mir, nachdem ich halt beim Pre-Release-Event so viele Draft-Booster aufgemacht habe, bleiben wir jetzt mal bei Set-Boostern. Dementsprechend, yay, Set-Booster. Gucken wir uns mal an, was wir hier so haben. Ich bin auf jeden Fall mega happy, wenn jetzt hier schon wieder... Ich wollte gerade sagen, wenn hier jetzt schon wieder Sigler hinten drauf ist, wie die letzten drei Mal, muss ich leider weinen. Ja, wir haben mehr Squirrel-Art-Karten. Und ein Gebirge, was ich auch kenne. Ich weiß aber nicht, aus welchem Set das ist. What? Küchenbold. 4 Mana 2-2 fliegend Eile mit Madness. Ein schwarzes Mana, wenn diese Karte abgeworfen wird, geht sie statt in den Friedhof ins Exil. Und ihr könnt sie eben für ein schwarzes Mana casten aus dem Friedhof direkt oder sie geht in den Friedhof. Anspruchsvolle Gaumenfreude. 3 Mana, ich glaube, das ist die unaussprechliche. Schau die obersten 4 Karten deiner Bibliothek an, nimm eine davon auf die Hand, lege den Rest auf deinen Friedhof. Du hältst Lebenspunkte dazu in Höhe der Stärke, ne, der höchsten Stärke unter allen Kreaturenkarten, die auf diese Weise auf den Friedhof gelegt wird. What? Okay. Eichhörnchen Monarch, alle anderen Eichhörnchen kriegen +1/+1 für 2 Mana. Oh mein Gott, Eichhörnchen Monarch. Wuselnde Eiche, 3 Mana 1-2 mit Weiterentwicklung. Weiterentwicklung ist Evolve. Immer wenn eine andere Kreatur ins Spiel kommt, die mehr Stärke oder mehr Widerstandskraft legt, ihr hier eine +1/+1 Marke drauf. Und immer wenn ein oder mehr +1/+1 Marken auf dir gelegt werden, kriegt ihr einen grünen Eichhörnchen. Spielstein. Schutzgebiet Raptor. 3 Mana 2-1 fliegend. Wenn er angreift, falls du 3 oder mehr Spielsteine kontrollierst, erhält er +2/+0 Erstschlag. 3 Mana 4-1 Erstschlag. Nicht so bad. Unermüdliche Versorgerin. 3 Mana 3-2. Immer wenn ein Land in ein Spiel kommt, kriegt ihr einen Schatzspielstein. Schatzspielstein ist 2 Mana tappen, opfern, kriegst 3 Leben. Oder Speise oder Schatz. Oder ihr kriegt, Speise macht 3 Leben und ein Schatz macht 1 Mana. Sehr, sehr cool. Wird ganz, ganz viel verglichen mit Tireless Tracker in Bad, aber anders. Und für Commander bestimmt was richtig Cooles. Und wir haben Peristirieren, Alter, die Namen. 2 Mana Hexerei, bringe eine lichtlegendäre Kreatur deiner Wahl aus dem Friedhof zurück mit einem 1/1 Market Spiel. Das ist eine Art von Reanimate, nur schlecht. Werden sie auch von Reanimate nehmen müssen. Und wir haben eine Doppel-Rare. Sythis, die erntende Hand. 2 Mana 1-2, immer wenn du eine Verzauberungskarte spielst, erhältst du einen Lebenspunkt und ziehst eine Karte. Eine legendäre Enchantment Commander. Weil sie auch selber ein Enchantment ist, eine Nymphe ist. Hierzu haben die Kollegen von Eladim Highlander ein Deck gebaut. Und wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr euch das bei denen mal angucken. Das ist wirklich, wirklich cool gewesen. Und wir haben Counterspell. 2 blaue Mana, neutralisieren Zauberspruch deiner Wahl mit diesem wunderschönen M, was für Alpha, Beta, Unlimited, Revised und so weiter steht. Sehr, sehr cool. Und wir haben einen Mineneinsturz. 4 Mana. Falls es dein Zug ist, kannst du ein Gebirge opfern, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Okay, das ist nicht schlecht. Und die fügt einer Kreatur, einem Planeswalker, 5 Schaden zu. Wow, what? Das ist nicht bad. Und unsere Foil ist eine Rare. Wieder auflebender Glaube. Das ist eine weiße Karte, die echt schön aussieht. Mit Aussetzen 2 für 2 Mana. Und alle Verzauberungskarten aus dem Friedhof gehen zurück ins Spiel. Die ist gar nicht mal so kacke. Das ist wieder auffüllen, heißt sie in Deutsch. Ich weiß nicht, wie sie. Replenish. Eine Reserved-Karte auch hier mit diesen ganzen Aussetzen-Karten. Die sind ja meistens eine Reserved-Karte und eine sehr starke alte Karte. Sehr cool. Ja, cooles Booster. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Na, Blacksit. Ciao, ciao.